Okay, Leute, heute habe ich mir gedacht, klaue ich einfach mal ab seine Videoidee und wir schauen uns mal all seine Plots an. Machen wir, Leute, machen wir. So, dann schauen wir uns erstmal das erste an. Das erste ist der Spawn. Okay, alter Spawn natürlich, immer noch alter Spawn. Ich glaube, das geht jetzt bis zum 9. so weiter. Ne, 9. ist schon das. Bis zum 6. 6. Ja. 6. Das hier ist abgesandt. Plot. Oh, cool. In der Gegend gibt es nicht mehr so viele aktive Spieler. Abgegrüßt HD. So, schauen wir mal zu dem 4. Okay. 5. 5. Ah ja, da war dieser Drache, den er schon gestern gezeigt hat in seinem Video. Okay. Sein 6. Ja, haben wir jetzt schon. Sein 7. Okay. 8. Plot. Oh, das ist auch immer noch der alte Spawn. 9. Ja, da kann jeder abbauen, hat ihn irgendjemand geschenkt. Nummer 10. Nummer 10. Okay, leckt er ein bisschen. Das ist am alten Spawn. Nee. Hä? Das gehört eigentlich gar nicht mehr zum Spawn. Das ist einfach. Das ist ein Spawn-Grundstück, glaube ich. Jo, das ist sogar. Das liegt da ja. Okay, cool, das liegt am alten Spawn, auch nicht schlecht. Sieht nicht schlecht aus, Leute, oder? Ich finde das cool, ich mache davon mal einen Screenshot, wo wir für die Nachwelt breiten können. So, machen wir davon nochmal ein. So, Leute, bei wie vielen waren wir jetzt? Jetzt schon mal zum 11. Hä, was hat Abge denn hier gemacht? Irgendwelche Öfen? Kann ihn ja jemand gegeben haben, aber am alten Spawn. 12. ist okay. 13. Okay, gehört ihm auch das wieder am Spawn. Hier irgendwo mitten in der Wildnis. Okay. Eine kleine Ritterburg wurde ihm geschenkt. Auch nicht schlecht. Hm. Das muss ja noch ein recht altes Platz sein, wenn ihr nur 2 Beacons und so, 3 Beacons. Ja, ich denke auch, das Plot gehört einem neueren Spieler. Aber warum der es auf Abge jetzt überschrieben hat, kann ich nicht sagen. 16. 16 war mal, glaube ich, oder? 17. Oh, hä? 17? Hä, was bekommt denn Abge für Plots überschrieben? Hier mit Köpfen? Besitzer? Aber das hat ja schon immer Abge gehört. Hat er hier früher drauf gespielt, oder was? Ist ja sein eigener Server, verstehe ich jetzt gar nicht. So, 18, glaube ich. 19. Okay, das ist jetzt der neue Spawn. Da können wir bis zur 25. Ich glaube, 26 ist auch noch. Ja, 26 dürfte auch noch. 27 dürfte. Ah ja, hier hat er mal. Das Plot hatte, glaube ich, gekauft. Und hat ja eine Weile lang drauf gezockt. Aber eigentlich sollte das verlost werden, doch an jemanden. Das verstehe ich ja nicht. Vertraut ist noch Zwiebackgesicht. Okay. 28 hat man jetzt schon. Ne, hat man noch nicht. 29, das ist jetzt mal wieder bestimmt irgendwo. Okay. Auch wieder. Wieso schenkt man abgerüft solche leeren Plots? Das verstehe ich immer nicht. 30. Okay. Wieso leckt das denn manchmal einfach? Verstehe ich nicht. Hallo, warum leckt es denn? Ja, wartet mal. So, haben wir Fortnite eben schon zu. So, das ist einfach ein altes Plot. Das ist schön. Das. Ein anderes. Hä? Okay, das ist auch nicht schlecht gebaut auf jeden Fall, aber warum überschreibt man sowas Abge? Verstehe ich nicht. Eine TPA-Falle auch nicht schlecht. Ist jetzt nur unnütz wegen Flybooster. Mhm. So, auch wieder ein leeres Plot. 33. Hä, ist der Spawn? Er hat das als 3. Da verstehe ich jetzt aber garantiert nicht. 34. Ja, eine schöne Rakete. Also, die da ist nicht so gelungen. Die hier vorne ist auch. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen das bis zum 50. Plot. Oh, was steht hier? Der Krieg hat begonnen. Das Hashtag Duke. Och, das ist aber schon ein bisschen länger her, du.
Vom Ungegriff war damals einer der größten Duper. Ah ja. 36. Das ist 37 sind wir jetzt schon. Alles nur leere Plots. Wer schenkt denn ab leere Plots? Und wieso lädt diese Gegend bei mir so langsam? Was ist denn hier so Besonderes? Okay. Das sieht echt scheiße aus, muss man sagen. Aber immerhin im Plot, was bebaut ist. Ich meine, das ist schon mal etwas. Aber ich persönlich finde den nicht so schön. Hätte man ihn mit anderen Materialien gebaut, denn vielleicht 40. Auch wieder ein Plot mit Random-Zeichen. 41. Ein Pimmel. Ist gamefrei. Schaut bei ihm vorbei. Ja. Oh, Digga. Mein Lieblingsbanner. Yahoo. Verstehe ich jetzt auch schon. Okay, Digga. Warum schenkt man sowas abge? Nur weil man aufhören will. Peace ohne abgegriefter D. Okay, Digga. Why not? 43. CB. Digga, bestimmt hat er den mal im Video irgendwie verdächtigt oder so. Okay. Darauf haben wir jetzt mal nicht geguckt. Immer noch. Wieso schenkt man sowas denn ab? Denken die wirklich? Der reagiert da irgendwann mal drauf. Ich glaube, nachdem er gestern das Video gemacht hat, haben ihm einige Leute mehr Plots überschrieben. So. Okay, der 49 sieht auch nicht schlecht aus. Ein bisschen wenigstens bebaut. 50 ist auch wieder leer. Okay, Leute, dann gucken wir jetzt mal. Ihr habt jetzt diese 50 Plots gesehen. Und dann schauen wir mal jetzt zum Spawn. Ob Abge dieses Spawnplot verlost hat, was er gestern gesagt hat. Wir gucken mal, ob das schon einen Besitzer hat. Weil ich das wissen will. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, sollte das eigentlich noch nicht verlost worden sein. Das ist ein 2-Merch am Spawn irgendwo in der Ecke. Auf City Build 1, oder? Hä, hallo? Ah ja, das hier. Shit, du hast gewonnen, bitte. Zeilen. Wer hat gewonnen? PI. Big Life 2. Okay, pff, da hat schon einer gewonnen. Hä? Da verstehe ich aber nicht, ich sollte ja doch 24 Stunden dauern. Obwohl, nee, die 24 Stunden sind ja rum. Er lädt ja sein Video immer nachmittags so. Das habe ich ja ganz vergessen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, ciao.